Russen essen eingelegte Wassermelone. Ich bin nicht der größte Fan davon und ich bin froh, wir bleiben bei sauren Gurken. Wir öffnen Emias Adventskalender. Er hat mir gestern erzählt, dass heute wieder was zu essen drin ist. Und ich glaube, ich wollte euch meine Haare zeigen, weil mein Haargummi hat zum Teppich gepasst. Super süß. Egal. Ich habe so gehofft, dass es wieder was Türkisches zu essen ist, weil letztes Mal das Baklava war so lecker, aber nein. Es ist einfach dieses saure Gurken-Set. Im Set ist diese XXL saure Gurke, das Gewürz, die Gummibärchen, die scharfe Soße. Meine Mama hat gesagt, die Kombi hört sich nach Durchfall an, aber egal. Ich habe mir erstmal ein Tutorial angeschaut und man holt zuerst die Gurke raus und dann dieses Gummibärchen-Ding. Die Schrift da drauf, das sind Zungen-Tattoos, aber zurück zur Gurke. Also man legt dieses Gummibärchen außen herum wie so eine Decke. Dann kommt da diese scharfe Soße drauf, aber das war es doch nicht mit der Schärfe. Da kommt dieses scharfe Tajin-Pulver, ich will es nicht falsch aussprechen, drauf. Ich bin offen für jeden Snack, ich probiere alles und ich habe da reingebissen und ich dachte so, oh, okay, das ist scharf. Aber dann war ich so, warte mal, irgendwie ist es lecker, weil es ist süß, es ist sauer, es ist scharf und die Konsistenz ist so geil wegen dem Gummibärchen.